Heute öffnen wir einmal das tolle Ding hier. Das ist einmal Battle of Legends Crystal Revenge. Ist gar nicht so einfach auszusprechen, aber dieses Produkt hat eine Menge Reprints und logischerweise die Crystal Beasts, das steht hier oben drauf, logischerweise. Das Ding hier ist wie immer gesponsert von Best Collect. Link ist wie immer in der Videobeschreibung, also checkt auf jeden Fall mal aus, was die Leute zu bieten haben. Coole Dudes auf jeden Fall, könnt ihr auch das Produkt logischerweise kaufen. Gehen wir einmal zum Opening. Hier ist das Ding einmal. Es ist eine Box, wie ihr seht, ab 6 Jahren freigegeben. Die dunkle Seite des Regenbogens, Deutsch erste Auflage. 5 Folienkarten in jedem Booster Pack, auch ziemlich nice. Natürlich haben wir hier ein bisschen shiny, ihr seht oben quasi die Kamera. Und ja, wir gucken mal, was drin ist. Es sind 24 Packs mit 5 Karten drin. Let's go. Ich bin ein bisschen gespannt. Die Frage ist halt, kriegen wir den Access Code Talker? Können wir eine von den High Rare Karten ziehen, die hier so drin sind? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin einfach echt gespannt. So, da ist das Päckchen. Und ich muss natürlich sagen, das Design von dem Booster ist natürlich echt schön. Ne? Also wenn ihr das euch mal anguckt hier, das sieht echt richtig nice aus, weil ihr halt die ganzen Advanced Crystal Beasts hier oben drauf habt. Einfach sehr schön. Aber das war es genug. Gucken wir uns einmal Race Booty an und hier Kagari. Let's go mit dem Opening. Wir haben als allererstes einmal Schreckenspelz Patchwork. Eine sehr, sehr coole Karte, wenn ihr mich fragt. Haben wir einmal Pillepatrouillen Emblem, auch eine sehr coole Karte. Dann Gegolem, Sturer Menhir, mein Gott. Avenschrecken Retter, eine sehr, sehr coole Karte. Und einmal Verdammnis Kaiser Drache, eine von den Karten, die ich euch am letzten Video schon gezeigt hatte, die halt kein Artwork hatten. Also es ist optisch eine sehr coole Karte. Guck ich mal an, wie die glitzert. Ich glaube, das Beste aus dem Pack war tatsächlich einmal der Patchwork, aber das ist generell ziemlich krass aus so einem Päckchen zu ziehen. Ich lasse mal die Secret Rares hier liegen, die Ultras packe ich mal zur Seite, denn die Secret Rares sind ja in der Theorie die Highlights. Let's go. Apparatekiste. Okay, jetzt Morphsonisch Karte. Dann haben wir einmal das Siegel. Sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall. Auch wird wieder ein bisschen teurer geworden in letzter Zeit. Haben wir einmal Bora, der Speer. Eine sehr coole Karte. Und wie die funkelt hier. Haben wir einmal amazonische weiße Quelle. Optisch sehr schöne Karte, leider halt nicht so gut. Und einmal Evil Zwilling Lilla. Mir gefallen ja diese Artworks ganz gut. Die Manic Monster gefallen mir jetzt nicht so gut. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Ich glaube, ich lege mal die Highlights hier so neben. Die seht ihr gerade nicht, weil mein Gesicht davor ist. Aber die lege ich auf jeden Fall mal zur Seite. Also auf jeden Fall über die mal sprechen können, weil da sind so ein paar Highlights für mich schon drin gewesen, die ich euch einmal festhalten möchte. Aber weiter geht's. Wir haben einmal Ausrüstungskasten. Ist auf jeden Fall wild, die Karte. Gegolem Kristallherz. Okay. Haben wir Stone Edge. Das wird auch eine Gegolem-Karte sein. Dann haben wir einmal Simon, der Toxinwind. Eine sehr, sehr gute Karte für das Blackwing-Deck-Thema. Und unser Secret Rare ist einmal Buntäugiger Rollendrache. Sehr gute Karte für das Buntäugig-Deck-Thema, logischerweise. Sehr schöne Secret Rare. Und natürlich die gute Karte kommt hier hin. Und der Rest war jetzt halt nicht so beeindruckend. Weiter geht's. Haben wir einmal noch einen Saphir Pegasus, diesmal kein Secret Rare, keine Common, sondern diesmal eine Ultra Rare. Dann haben wir einmal Bernstein Mammut, dann Gale der Wirbelwind, Regenbogenbrücke und einmal Lieferant von Quacky Mairu. Die Karte, die ja richtig teuer geworden ist durch Emancipator, jetzt durch den Reprint wird sie nichts mehr kosten, aber ist auf jeden Fall eine gute Karte für ein Deckthema, wo die gut spielbar ist. Der Rest ist halt so, ja, cool. Die Karte ist ein nicer Reprint nochmal. Für die, die das Deck halt spielen möchten. Also bis jetzt, das Pack selber finde ich eigentlich ziemlich cool. Haben wir einmal den buntäugigen Pendelrebel. Mein Gott. Den buntäugigen Pendel-Rebellionsdrachen. Das ist ein kleiner Zungenbrecher. Haben wir einmal, das hat hier Kritzelheft OOO.
Ich finde ja dieses Themendeck mit den Kritzelkarten finde ich halt ganz cool. Ja, nice auf jeden Fall. Dann Schwarzflügel Panzermeister auf jeden Fall ein Highlight. Haben wir einmal Fluch Reflexionspuppe. Wenn ein Monster auf jeden Fall der dir Schaden zufügen würde, stattdessen hält dein Gegner den Schaden. Wenn du kaum Schaden hältst, solange sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte setzen, du kannst diesen Effekt von zu verwenden. Boah, ja, das ist auf jeden Fall eine Karte. Und einmal dann gekritzeltes Ungeheuer Stego. Ich finde diese Artworks halt ultra witzig, denn die sind halt so gekritzelt und haben sie diesen Secret-Effekt außen rum. Das sieht einfach extrem weird aus. Aber ich finde es irgendwie cool. Ich finde, das hat irgendwas. Die sind jetzt halt nicht gut oder so, die Karten, aber die sind cool. Und ich mag halt coole Archetypes. Und das ist halt einer von den coolen Archetypes. Haben wir einmal G-Golem Felshammer. Der ist sehr hammrig. Heroischer Ruf. Amazonische Halle. Dann einmal Stone Age nochmal. Und haben wir einmal Artemis. Magistus Mondmaid in Secret Rare. Und guck mal, wie hübsch die ist. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Also bis jetzt muss ich sagen, jedes Secret Rare eigentlich ein Highlight. Bis natürlich auf den, der ist halt nicht ganz so valuable, aber war auf jeden Fall alles bis jetzt ein Highlight drin. Die Ultra Rares waren jetzt halt nicht so geil. Aber so ist es halt manchmal. Manchmal sind halt die Secret Rares die besten Karten aus dem Set. So, wer hätte damit gerechnet? Dann haben wir als nächstes Royal Strait. Auch eine sehr schöne Karte. Haben wir immer fortgeschrittene Finsternis. Das ist die Advanced Crystal Beast Karte, die wichtig ist fürs Deckthema. Haben wir einmal Dimensionswürfel oder Dimensionierungswürfel. Das ist eine Karte von Duke. Die ist tatsächlich gar nicht so scheiße. Die kann man im Ophthonisch FDK spielen. G-Golem Kieselhund. Heir des Cybers. Nie gesehen, die Karte. Und einmal G-Golem Ehrwürdiger Trilith. Ja, erinnere mich ein bisschen an Pokémon, aber ja, haben wir das auch gesehen. Der Rest war halt so, ja, ist halt da. Also für mich ist das persönlich ein Highlight, weil ich die Karte an sich sehr cool finde. Ich persönlich finde Gamble-Karten ja eigentlich ganz cool, auch wenn sie halt nicht gut sind, aber es ist halt so ein bisschen Random-Aspekt, finde ich eigentlich ganz nice. Haben wir einmal, was hat hier, Gramm, der leuchtende Stern, auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Dann haben wir einmal Brise, der C4. Dann Rubin-Karfunkel, einer der besten Namen ever. Haben wir einmal Erdblitzstern und wir haben einmal den Phasma-Phantasma-Drache. Das war, soweit ich weiß, aktuell eine OCG-Karte oder irgendeine Promokarte oder so ein Scheiß. Und jetzt haben wir die eigentlich hier im TCG, dass wir die spielen können. Ist also auch nice to have, sag ich mal. Der Rest ist halt so, ja, ist halt da, ne? Aber der Secret-Effekt aus diesem Set ist auch wieder unglaublich schön. Also muss ich wirklich sagen, der gefällt mir sehr gut. Der ist schön clean, schön ausgeschnitten. Der sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und ich muss sagen, auch zum ersten Mal seit langem sind die Karten nicht gedamaged. Die sind eigentlich alle vollkommen in Ordnung, weil wir hatten das Problem bei dem letzten Set, dass halt die Ecken von dem Set so ganz komisch ausgesehen haben, als wären die so ein bisschen aufgewellt gewesen. Die sehen sehr, sehr clean aus. Haben wir Groß Salamander Kreist. Der geht natürlich straight in meinen Beinen dafür. Das Salamander-Deckthema ist halt ein Upgrade, auch wenn es jetzt kein krass gutes ist. Haben wir einmal Ausrüstungskasten, den haben wir schon mal gesehen. Haben wir einmal Kobaltadler, eine sehr coole Karte. Dann haben wir einmal Smaragdschildkröte. Ist auch ein Highlight, weil du halt in TL mit spielen kannst und die ist halt gar nicht so schlecht in dem Deckthema, weil du sie halt recyceln kannst und die Traps und Suchen der Fiendswelt ist halt ziemlich gut. Und einmal Schwarzflügel, Vayu, Symbol der Ehre. Sehr cooler Secret-Effekt. Also das sieht wirklich richtig stark aus. Das Highlight kommt auf jeden Fall hin und die Secret kommt wie immer hier runter. Dann haben wir einmal Rajin, der Splittenblitzstern. Und einmal Chaos Daedalus. Oder Daedalus. Wie auch immer ihr es nennen wollt. So heißt die gerade auf jeden Fall. Haben wir Kristallungeheuer Saphir Pegasus. Dann Drachenkrallen. Die Karte ist auf jeden Fall richtig scheiße. Und entwickeltes Kristallungeheuer Topaz-Tiger. Ja klar, Advanced umgesetzt, übersetzt auf entwickeltes. Okay. Kann man so machen. Also optisch sind die Karten natürlich mega cool, sind natürlich leider nicht gut, aber sind halt cool.
Dann möchte ich aber ganz kurz irgendwie eine kleine Pause machen und sagen, lasst mir mal ein Like dafür das Video, wenn ihr mehr Openings sehen wollt. Denn in letzter Zeit sind die Openings für euch nicht so geil angekommen und ich möchte einfach mal wissen, ob ihr die Openings überhaupt sehen wollt bei mir. Wenn ja, dann supportet, schreibt Kommentare, einfach ein bisschen Supporter lassen. So, haben wir einmal Dynabase, oder Dynabasis, ich kann nicht lesen. Haben wir einmal den Traumhai, der optisch sehr, sehr weird aussieht, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir Amazonische Halle, wir haben Heroischer Ruf und wir haben einmal N-Mission. Ich glaube, die ist für Heroes gar nicht so schlecht tatsächlich. Sieht auf jeden Fall funkeln sehr cool aus. Auf jeden Fall auch der tolle Neos-Typ hier. Wie heißt der nochmal? Aquadolphin, glaube ich, ne? Genau. Coole Karte auf jeden Fall. Die Ultraverse waren jetzt alle so, ja. Sind halt da, ne? Manche Sachen muss man einfach mitnehmen. Dann haben wir noch einmal Bora der Speer. Wir haben dann Koboldadler und Priesterlich Siegel der himmlischen Sphäre. Immer noch ein sehr, sehr spannender Name. Haben wir einmal Gale der Willwind und Chaosraum als Secret Rare. Der Effekt ist jetzt komplett über die ganze Karte. Finde ich jetzt bei der Karte nicht ganz so schön. Ich würde, glaube ich, lieber die Super ist es spielen, aber ist auf jeden Fall ein nicer Reprint. Der Rest ist halt da, ne? Ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte, definitiv. Und jetzt glitzert sie halt. Ich wollte, die das halt mögen. Ich finde sowas halt deutlich schöner, wenn es halt so ein bisschen ausgeschnittener ist. Hier ist einfach nur die ganze Karte halt glitzernd. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Weil es so ein bisschen das Artwork verdeckt, je nach Winkel, wie man drauf guckt. Aber das ist ja der Grund, warum ich Ghosts nicht so gerne mag. Weil die halt das Artwork nicht so zeigen, wie es halt eigentlich aussieht. Haben wir noch einmal Todoroki, der Erdblitzstern. Auch gut. Dimensionswürfel, oder Dimensionierungswürfel, mein Gott. Gegolem, Stura, Minhir. Dann haben wir Senku, der Himmelsblitzstern. Und die Secret Rare ist einmal Evil-Zwilling, Lilla. Noch einmal, wir kriegen jetzt schon doppelte Secret Rare. Interessant. Interessant. Es ist halt bei diesen Boostern, das ist halt eine komplette Random-Verteilung. Das heißt, es gibt halt nicht, ihr zieht so und so viele Ratios von bestimmten Karten. Das ist einfach alles komplett random. Haben wir einmal Dice Dungeon. Der Effekt sieht sehr erschreckend aus, macht aber eigentlich nur eine Sache, aber ist eine sehr, sehr coole Karte. Die mag ich sehr gern. Ich finde das Artwork sehr cool. Ist eine Spielfeldzauberkarte. Haben wir einmal Regenbogenbrücke. Dann haben wir Tistkatze. Topaz-Tiger. Der Chaos-Schöpfer als Secret. Oh, das sieht halt richtig fett aus. Aber da ist auch wieder. Der ist komplett halt holo. Ich fände es halt schöner, wenn es gemacht hätten wie hier, dass die quasi so halb ausgeschnitten sind. Das fände ich halt wirklich schöner. Weil der ist ja wirklich einfach nur. Der glitzert einfach die ganze Zeit nur. Also hier ist es deutlich angenehmer gemacht, finde ich. Naja. Ist halt eine Entscheidung von Konami. Ich muss ja nicht alles gut finden. Ich kann ja mal so ein paar Kritikpunkte anbringen. Wird man ja wohl noch sagen dürfen. Haben wir noch einmal Simoon, der Toxinwind. Toon Harpie. Die war ja auch schweineteuer aus dem letzten Set. Ich weiß nicht, warum die in Toon Chaos so teuer war, aber ja, jetzt ist hier nochmal Typ mit drin. Royal Straits. Diddy Crow. Das geht auf jeden Fall in den Stapel der guten Karten. Und noch einmal den Topaz-Tiger. Okay, haben wir das auch gesehen? Haben wir einmal Ninjutsu-Kunst der Moskito, des Moskitofluges, ich kann nicht lesen. Kristallschädel, okay. Große Lavender, Kreis, nice one. Kettenkobold, auch eine sehr nice Karte und entwickeltes Kristallangeheuer Saphir Pegasus. Finde ich den deutlich hübscher, aber ist auf jeden Fall auch ganz cool. Weiter geht's. Raijin, der, was hat hier, Splitterblitzstern. Chaosvalküre, auch eine sehr coole Karte auf jeden Fall. Haben wir einmal Blizzard, der Hohe Norden. Der Hohe Norden, okay. Kampf der schlafenden Geister. Ich glaube, das ist auch eine ganz okay Karte. Und Nummer 100, Numerondrache. Auch hier wieder, nur die Flügel sind nicht Secret Rare und der Kopf hier. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also die Karte mag ich sehr gerne, auch von der Optik her. Sehr coole Karte, gefällt mir gut. Danke Konami, dass ihr die Karte hübsch gemacht habt. Die war ja langsam auch wieder, ich glaube, bei 7, 8 Euro oder sowas, die Ultra Rare. Auch die Colored Ultra Rare, das war relativ teuer, deswegen
ziemlich nice, dass die Karte jetzt hier nochmal geprintet wurde. Damit sie wirklich nicht so teuer ist, weil die Karte ist es eigentlich nicht wert, dass sie so teuer ist. Haben wir einmal den Daidalos. Dann Rubinka Funkel. Dann Gigolem Felshammer. Kampf der schlafenden Geister. Geist, ich habe Gun gerade gelesen, ne? Ach, ignoriert mich einfach. Ich kann eh nicht lesen. Und die Secret ist einmal Nummer 2, Ninja Schatten Mosquito. Das ist tatsächlich eine neue Karte aus dem Set. Die ist ganz interessant, weil man kann sie theoretisch auch in Sprite spielen. Ich weiß nur nicht, wie relevant das wird. Weil der Effekt ist halt... Ich glaube, wenn man zwei davon rausbekommt, ist das gar nicht so kacke, weil die nicht once per turn ist. Also nicht hard once per turn. Aber ich glaube, wenn man die alleine beschwört, ist sie nicht so gut. Let's go. Chaos Valkyrie. Direkt mal ein guter Start hier. Mal weiter mit Apparatekiste. Ich glaube, manchmal deutsche Sprache und ich, wir werden uns nicht einig. Noch einmal die Smaragdschildkröte. Dann haben wir noch einmal Gravitationsgleichgewicht. Die Karte habe ich tatsächlich, also eine G-Golem-Karte. Die habe ich leider nicht gelesen. Und einmal Chaosraum. Noch einmal den Chaosraum. Heute auf jeden Fall eine Menge Chaos. Weil wir haben auch den Chaos-Ding, wir haben die Chaos-Valkyrie gezogen schon ein paar Mal. Ist auf jeden Fall not bad. Ich beschwere mich jetzt nicht. Ich meine, in dem Set ist eh nicht so krass viel Value drin. Deswegen ist es ja cool, dass überhaupt gute Karten drin sind. Dann der Avenschrecken-Retter. Da haben wir einmal Traumzikade. Hab ich noch nie gesehen. Wild. Dann einmal Sirocco, die Morgenröte. Dann Rebellionsdrache und einmal dann Bernstein-Mammut nochmal. Ich finde, der hat quasi die geringste Änderung von der Optik her zu der Originalkarte, aber ja. Ist halt da, wie gesagt. Nächstes Päckchen. Haben wir wieder einmal Brise. Der Spielmarkensammler ist auch hier drin, stimmt. Also auf jeden Fall, ein guter Pickup, hol ich die Karte jetzt, falls mir irgendwie ein Token-Deck kommt, was relevant wird. Habt ihr auf jeden Fall schon mal zu Hause. Gigolem Kristallherz. Topastiger und... Noch einmal der Verdammnis-Kaiserdrache. Ja, ich finde doppelte Ziehen bei Secret Rares ist immer schade, weil es gibt halt Secret Rares, die man noch nicht gezogen hat, dann zieht man halt manche Karten doppelt und das ist halt schon irgendwie die dritte Karte, die wir doppelt gezogen haben, deswegen finde ich ein bisschen schade, dass man doppelt zieht. Es müssen ja gar nicht die High-Value-Karten sein, aber ich finde die Verteilung, wenn die halt so ein bisschen mehr Vielfalt quasi beim Opening, so ein bisschen Vielfalt beim Öffnen machen würde, wäre es halt cooler zum Angucken. Und auch eine bessere Experience im Endeffekt. Aber so ist das halt manchmal. Dann einmal die Drachenkrallen. Dann haben wir noch einmal Senko. Wir haben den Traumhai. Und wir haben einmal Donnerball. Eine Karte, die ich aus meiner frühesten Kindheit noch kenne, weil ich hatte damals diese Figur für das Dungeon Dice Game. Wenn ihr es nicht kennt, googelt es mal. Unglaublich witziges Spiel. War zwar nie so geil, wo man da viel brauchte, aber das ist auf jeden Fall eins dieser Monster, was man da spielen konnte. Und einmal der Chaos-Schöpfer. Ja, das meine ich halt. Jetzt haben wir halt den Chaos-Schöpfer zweimal, wir haben Chaos-Space zweimal, wir haben den zweimal, wir haben zweimal den Topaz-Tiger. So, das ist halt cool und so, weil die Karten ja gut sind. Aber ich finde es halt schade, wenn man halt andere Karten aus dem Set halt nicht sieht, die man vielleicht hätte haben wollen. Klar, ist natürlich jetzt ein Access-Code-Token drin, um den geht es mir jetzt persönlich gar nicht, sondern generell um alle Secret Rares. Ich weiß ja gar nicht, ob wir schon alle durch haben. Ich glaube nämlich nicht tatsächlich. Weil ich meine, da fehlen noch irgendwie drei Stück oder so, oder vier Stück. Kristallkumpel, buntäugiger Seher. Morphtronische Einflussrückwirkung. Okay. Dann noch ein Kettenkobold. Patrouillenemblem und Lieferant von Kokimairo. Da haben wir es. Also wir scheinen schon so ziemlich alle Secret Rares gezogen zu haben und jetzt ziehen wir halt nur doppelte. Ja, also ich finde es halt schade in so einem kleinen Set, dass man halt da wirklich halt so viel Doppelte rauszieht aus einer Box. Aber ja, so ist es halt. Da haben wir noch einmal Patchwork, auf jeden Fall noch ein guter Pickup. Haben wir noch einmal Einflussrückwirkung und einmal Deiner Panzer, stimmt, die waren ja auch hier drin. Haben wir noch einmal Buntäugiger Seher und Uhrwerkritter. Uhrwerkritter? Heißt sie nicht Clockwork Knight? Also Clockwork Knight, also wie die Nacht, also... Uhrwerknacht? Wer?
Hä? Wer hat denn da verschissen übersetzt? Wer hat die denn übersetzt? Digga. Hä? Das macht halt gar keinen Sinn. Urwerkritter. Hä? Was geht denn bei euch ab? Ja, nimm ich so mit, aber das macht halt gar keinen Sinn. Ja, cool. Ist auf jeden Fall auch eine Karte, die man schon mal gesehen haben muss, um das zu glauben, dass Konami das wirklich vergeigt hat. Weil wer hat die heißt? Im Englischen heißt die Clockwork Knight und Knight halt wie Nächte geschrieben, also wie Nacht. Das ist halt, das ist wild auf jeden Fall, Konami. Also von den ganzen Boxen bei den Secret Rares bleibt jetzt einmal eine Artemis, Nummer 10, Numerondrache, Saphir Pegasus, Oberg-Ritter, dann Bärchen Mammut, Ninja Schatten Moskito, N-Mission, Vayu, Phantasmadrache, G-Golem, Stego, Rollendrache, dann Amatopastiger zweimal, genauso wie den Kaiserdrache zweimal, Lilla haben wir auch zweimal gezogen, Chaosform zweimal, Quakimairu zweimal und zweimal den Chaos-Schöpfer. Dann Ultra Heilis habe ich jetzt nicht sortiert, ich gehe dir mal ganz durch. Patchwork, Kettenkobold, Spielmarkensammler, Avenschreckenretter, Smarkschildkröte, Chaos-Soküre, Chaos-Soküre, Kettenkobold, Kreis, Crow, Simoon, Dice Dungeon, Würfel, Seal, Kröte, Kreis, Würfel, Panzermeister, Simoon, Patchwork, Ritter und natürlich einmal noch das Seal. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Set hier, mit Battle of Legends Crystal Revenge, wo wir den hier entziehen können, den hier, und den nicht gezogen habe. Obwohl ich den echt gerne gehabt hätte, denn ich mag diese Crystal-Dinger, ich finde die echt cool. Lasst mir gerne mal ein Like für das Video da, wie gesagt, supportet den Channel mit Kommentaren, damit ihr mehr sowas häufiger sehen könnt. Wenn ihr euch was anderes angucken möchtet, guckt euch mal dieses Video an. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.